Was ist hier los? Warum sind denn hier so viele Leute? リハビリ中にすいません、花山選手。お話をお聞かせてください。花山選手、あの事件以来安西さんと何かやり取りはありましたか？いえ、何も。代理人を通じて謝罪があっただけです。安西選手は自身のプレーについて独断で行ったあの一点張りですが、余裕を持って出塁できた場面での危険なスライディング、花山選手からはどう見えましたか？確かにそうですね。 ですが、僕はあの場面で彼が進んでプレーしたとは思えないんですよ。 Home run heldentum. 花山選手は安西選手と古くからの友人だそうですが、昔はどのようなプレイヤーだったのでしょうか？ 4番としての活躍は来季絶望的とのことですが、どのようにお考えでしょうか？ 安西選手は所属の横浜シャークスターズを退団するとのことですが。 Und der Baseballspieler oder nicht? Diese Reporter gehen zu weit. おい、ただごとじゃねえぞ。あんた、大丈夫か？ああ、ありがとう。花山選手、まだお伺いしたいことが。おい、お前が押したんだろ。俺は。てめえら、相手が怪我してるってのに。 気遣いの一つもねえのかよ。すいませんでした。たく、しょうがねえやつらだな。ありがとう。立てるか？肩貸すからよ。ありがとう。春日さんだっけか。俺は花山。 今はこんなだけど野球選手なんだ。その足、安西って選手とぶつかったんだって？スポーツ選手って大変なんだな。はい、ファウルです。一応テレビとかで結構話題になったんだけど、知らない？悪い、そこら辺の話には疎くてな。でも記者の話を聞いてると安西ってのが一方的に。俺はそうは思わない。 あいつがそんなことするはずないんだ。怪我させられた相手に随分肩入れするんだな。あいつとは小学生から高校まで同じ野球部なんだ。緻密さが売りであんな雑なプレーするはずがない。それにあいつはチームやスポーツマンシップを誰よりも大事にしていたんだ。チームの勝利だけじゃなく仲間との絆や礼儀正しさを重んじるあいつが自分からやるはずないんだよ。 そうは言っても、プレーしたのはあいつ自身だ。誰かが命令したってのか。僕は安西のチーム、横浜シャークスターズの監督が怪しいと思っているんだ。監督が？なんだってそんな。あの監督になってからのシャークスターズは万年2位で、なかなか結果を出せずにいたんだ。今年優勝できなければ監督は退任って噂もあった。しかも 例の試合は勝てば優勝がほぼ決まる局面だったんだ。焦った監督はあんたを潰すように安西に指示した。安西にも逆らえない何かしらの理由があったってか。俺はそう睨んでるんだけど、安西は自分のせいの一点張りでね。というか随分素直に俺の話を聞いてくれるんだな。 セロンじゃ安西に行く。いくらたちとはいえ、怪我させられた相手にそこまでかばうやつの言うことが妄想だなんて思えねえよ。春日さんなら信用できるかもしれないな。悪いんだけど、一つ頼まれ事をしてくれないかな。頼み？安西に会って詳しく事情を聞いてきてほしいんだ。俺はこんな体だし、 Er ist bestimmt am Arsch der Welt in der Nähe des Betting Centers. お忍びで通ってた店が浜風通りにある。そこに行けば会えるかもしれない。お忍びっていいのかよ。俺にそんな情報を教えて。俺を助けてくれる優しさと度量があって、セロンに染まってない春日さんだから教えるんだよ。
Dewa kanarazu suru kara. Onegai dekinai kana? Naja, machen wir. Soko made iwarechi ya kotoware ne na. Ize. Jijou o kiite kite yaru yo. Arigatou, Kasuga-san. So da, kore o watasanai to. Ima, kaotsuke wa kawatteru kamo shirenai ga, sagasu tegakari ni wa naru to omou. Tanon da yo, Kasuga-san. Hamakaze toori ni mukatte miru ka. Ich werde verfolgt. Aber sowas von unauffällig. Da ist der Marker, da müssen wir hin. Oh ja, gehen wir zu Fuß. Wachtmeister und Abrissexperte. Ah, da brauche ich einfach nicht nur hier. Bams! Gehen wir hier lang. Ich muss nachher mal gucken, ob neue Jobs verfügbar sind, aber ich glaube ja erst Level 20. Kann ich neue Jobs wählen. Alter, der hat gesessen. Warte mal, wir sind hier in Jinnai, ne? Da könnten Gegner bei sein, die ich gebrauchen könnte. Ja. Hallo! Arachi! Immer diese Autos! Ich glaube, ich brauche eine bessere Handtasche, oder? Ja, der Angriff ist auf 30. Das mache ich später. Egal, lass ich trotzdem drin, sie heilt wenigstens. So, Teilzeitheld. Kopfgeld. Geschäftsmann. Voyeur. Und Arbeiter, die sind westlich. Sind das vielleicht Arbeiter? Hihi. Ich glaube, das kann man Arbeiter nennen. Da. Nein,
Ja, da war ein Arbeiter dabei. Nice. Will ich das doch hier auch machen? Die News to war die News. Hä? Nanka hajimatta. Te iwaretara docchi kara kiku? Kaigai Dorama de yoku aru yatsu. Watashi wa warui news kara kana. Iyana koto wa saki ni owarasetai kara. Ore mo warui news kara da. Ato waji warui no wa kanben da kara na. Ore wa ii news kara kiku ze. Suki na mon wo saki ni kuu taipu da shi. Sore de Adachi-san no ii news to warui news tte nan nano yo? Ii news wa minna no koto wo mata hitotsu shiru koto ga dekita koto da. Warui news wa? Kono hanashi ni wa ochi ga nai koto da. Dieser Dialog hat keine Pointe. Was? Was? Ist das dein Ernst, Adachi? Der Laden, den Ansei so gerne mag, muss hier irgendwo sein. Hey, du bist doch Ansei. Der Typ mit dem brutalen Slide. Wegen dir haben wir das Spiel verloren. Und was noch viel schlimmer ist, Hanayama fällt den Rest der Saison aus. Was sollte der Scheiß? Naja, der Bart ist neu, aber das ist definitiv der Typ auf dem Foto. Aber er hat anscheinend Gesellschaft. Hä? Hör auf, den Coolen zu spielen und sag was! Das war alles meine Schuld. Selbst wenn ich mich jetzt entschuldigen würde, erwartete ich nicht, dass man mir vergibt. Du Arschloch! Und du denkst, damit ist die Sache gegessen? Auch wenn er seinen Freund verletzt hat, das geht zu weit. Oh. Hey, dafür, dass er sich nicht wehrt, übertreibt er es ein bisschen. Hä? Wer ist denn der Clown? Ach, ich bin nur gerade zufällig vorbeigekommen. Aber das kann ich mir nicht ansehen. Zwei gegen einen. Ist ein bisschen unfair, meint ihr nicht? Verpiss dich! Dieses Arschloch hat einen unserer Spieler verletzt. Nur damit sein Team gewinnt. Ach ja? Tja. Und ich habe was mit ihm zu besprechen. Also haut einfach ab. Halt die Fresse! Sonst lassen wir unsere Wut zuerst an dir aus. Okay. Kein Problem. Scheiße! Wer ist der Typ? Oh. Alles klar? Du bist dieser Baseballspieler, Ansei-san, oder? Ja. Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast mich gerettet. Danke. Ich heiße Kasuga. Du bist das also wirklich. Oh. Ja, bin ich. Aber mit dem Baseball ist bald Schluss. Super, dass ich dich gefunden habe. Ich habe einen Typen namens Hanayama getroffen. Du kennst ihn vielleicht. Hm? Du hast Hanayama getroffen? Ja, er war auf der Suche nach dir. Er wollte mit dir über diesen Slide reden. Wie ich ihn kenne, hat er wahrscheinlich gesagt, dass ich sowas niemals machen würde, oder? Oh. Ganz genau. Hanayama glaubt, dass du das nicht aus freien Stücken gemacht hast. Klar glaubt er das. Ich fand es auch seltsam, aber nachdem ich gesehen habe, wie du dich gerade verhalten hast, glaube ich fast, dass er recht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der sich in so einer Situation nicht wehrt, beim Sport so schmutzig spielt. Ja. Pass auf, ich weiß nicht, was Hanayama dir erzählt hat, aber ja, ich war das ganz allein. Ja, es hat mir niemand befohlen oder so. Warum hast du es dann gemacht? Es gab doch keinen Grund für so einen gefährlichen Slide, oder? Ich bin in Panik geraten. Das passiert jedem Spieler mal. Ständig eigentlich. Vor allem in so wichtigen Spielen. Klar, aber du bist doch mit Hanayamas befreundet, oder? Und wegen einem Spiel riskiert man doch nicht die Karriere von einem Freund. Im Profisport geht es nur um den Sieg und Niederlage. Ich kann nicht so naiv sein, nur weil er mein Freund ist. Dann lass mir es einfach dabei. Die Sache war allein meine Schuld. Und ich will deswegen meine Karriere beenden. Reicht das nicht?
Soreja. Vielen Dank noch einmal für die Rettung. Bis dann. Da stimmt doch was nicht. Ich muss Hanayama sagen, was passiert ist. Am besten gehe ich direkt zu ihm. Und dahinter, der guckt doch die ganze Zeit uns an hier. Was ist denn da los? Der ist überhaupt nicht verdächtig, ne? Okay, das Taxi haben wir ja schon. Nochmal den Weg zurück zu Fuß. Nein, danke. Ich habe noch nie in einem Yakuza-Teil so oft Taxi benutzt. Liegt vielleicht auch daran, hier kann man Taxi rufen. Per Handy. Das ist die beste Idee, die sie seit langem in Yakuza haben. So. Jo, wie läuft's? Kasuga-san, hast du dich mit Anzei getroffen? Oh. Ja, aber er sagt, es war allein seine Schuld. Wirklich? Aber es war genau, wie du gesagt hast. Ich verstehe, warum du an ihn glaubst. Danke, Kasuga-san. Aber wenn er sich weigert zu reden, bleiben wir in einer Pattsituation. Oh. Hey, ihr zwei. Wer bist du? Ich heiße Kudo. Ich bin Journalist. Du bist Kasuga, oder? Oh. Kennen wir uns? Ich habe gesehen, wie du Hanayama geholfen hast. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich bin dir quasi gefolgt. Wozu das? Es sah aus, als würdest du dich bestens mit Hanayama verstehen. Da dachte ich, du würdest wegen der Sache mit dem Slide etwas unternehmen. Ich habe sogar gesehen, wie du dich mit Anzei getroffen hast. Und warum machst du das alles? Hey, keine Sorge, ich will euch beiden helfen. Uns helfen? Ich komme direkt zur Sache. Ich habe Insider-Informationen zum Trainer der Shark Stars. Echt? Es gibt schon lange üble Gerüchte, was ihnen angeht. Aber niemand hat sich bisher getraut, etwas laut auszusprechen. Jeder weiß, dass er hinter der Sache steckt. Er wurde auch schon häufiger gesehen, wie er Anzei bedroht hat. Was? Und jetzt ist Anzei der Sündenbock und dieses Arschloch kommt ungestraft davon? Er hat in der ganzen Stadt Verbindung. Und er hat Geld und Macht, schlechte Publicity zu unterdrücken. Ist für so jemanden Alltag. Vor einer Weile hat ein Reporter Recherchen über seinen ganzen Schandtaten angestellt. Aber sowohl er als auch sein Verleger sind verschwunden. Nicht einmal, wenn sie wollte, könnte die Presse etwas über diesen Typen schreiben. Nicht einmal, wenn sie wollte, ja? Tolle Journalisten. Ganz meiner Meinung. Und deswegen bringe ich euch diese Information. Und was sind das für Informationen? Ich habe herausgefunden, dass der Trainer gerne in einen Laden namens Rose Blossom geht. Er geht immer über den Hintereingang rein. Ganz heimlich. Und wenn wir da hingehen, finden wir den Typen vielleicht? Ja. Vielleicht könnt ihr die Wahrheit aufdecken. Ich versuche das auch weiter. Ich werde Beweise finden. Beweise? Ohne stichhaltige Beweise können wir keine Story bringen. Aber wenn wir Beweise finden, aus denen er sich nicht rauswinden kann, dann haben wir ihn. Und dazu müssen wir ihn aus der Reserve locken. Aber ich kann nicht alleine reingehen. Das wäre zu gefährlich. Deswegen bitte ich dich um deine Hilfe. Schon klar. Ich bin dabei. Moment mal, das ist viel zu riskant. Wenn das schief geht, ist deine Karriere vorbei. Und du wirst sicher erkannt. Aber ich gehe. Das geht doch, oder? Ja, danke. Komm zum Rose Blossom, wenn du soweit bist.
Wir treffen uns vor dem Eingang. Oh. Hey, warte mal, Kudo-san. Was ist? Warum gehst du plötzlich so ein Risiko ein? Du kannst dir darüber doch gewaltigen Ärger einhandeln, oder nicht? Naja, als ich gesehen habe, wie du dich für einen völlig Fremden einsetzt, habe ich mich geschämt, dass ich jahrelang so viel Mist produziert habe. Ich bin Journalist. Sprache ist mein Leben, mein Job. Wenn ich diese Macht nicht nutze, um solche Arschlöcher zur Rechenschaft zu ziehen, sei es umsonst. Außerdem bin ich ein großer Fan von Anzai. Ihn spielen zu sehen, hat mich inspiriert, meine eigenen Träume zu verfolgen. Ich bin es ihm schuldig. Ha! Ziemlich leidenschaftlicher Typ. Ich dachte, alle Reporter sind Drecksäcke. Aber es gibt wohl auch ein paar gute. Ja, tut mir leid, dass ich dich hereingezogen habe. Ich zähle auf dich, Kasuga-san. Überlass das mir. Dieses Arschloch mache ich fertig. Rose Blossom. Alter, wie weit. Aber okay, das ist... Wie gesagt... Hier ist es... Ja, das ist... Hier rufe ich Taxi wirklich sehr oft. Aber hier sind die Taxis auch mitten im... in der Stadt. Auch eine gute Idee. Das mal zu machen nach 6 Teilen. Na gut, nach 7 Teilen. Na, dann nach noch mehr Teilen. Die haben ja noch eine ganze Menge rausgemacht. Ein Yakuza-Teil. Dazu zählen ja auch die Remakes. Und Judgment. In Judgment wird es wahrscheinlich so sein wie in, den, wie in der wie in Yakuza Kiwami und Yakuza Zero, glaube ich. Ah, da bist du ja. Der Trainer ist gerade gekommen. Oh. Perfekt. Alles klar. Dann mal los. Hey, 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 Leute! Auf die Sharkstars! Auf den Sieg! Prost! Hey, Trainer, die Drinks gehen auf dich, oder? Na, verstehe. Naja, wir haben ja gewonnen. Klar, trinkt. So viel ihr wollt. Das ist also Anzeis Trainer. Weil war das ein enges Ding. Solche Spiele gibt's nicht oft. Geiler Sieg. Hm. Eigentlich haben wir nur gewonnen, weil Hanayama so umgesäbelt wurde. Ha, stimmt. Hanayama ist der, der sich verletzt hat, oder? Bei dem brutalen Slide von Anzai läuft ständig im Fernsehen. Dabei fand ich Anzai total cool. Und jetzt stellt sich heraus, dass er so ein Fiesling ist. Aber hallo, nur weil der Trainer ihn ein bisschen anflaumt, grätscht er einen anderen Spieler um. Krass, oder? Was? Moment mal, hast du ihm gesagt, er soll diesen Slide machen, Trainer? Mhm. Scheiße, nein. Ich habe ihm einfach nur klipp und klar gesagt, was Sache ist. Ich habe nur gesagt, dass wir nicht gewinnen können, solange Hanayama spielt. Und ihm gesagt, wenn er loyal ist, dann kümmert er sich darum. Das ist alles. Oh, du bist ein böser Mann. Anzai hat seine Baseballkarriere nur dem Trainer zu verdanken. In seinen Augen steht er tief in seiner Schuld. Deswegen würde er ihm nie widersprechen. Tolle Strategie jedenfalls. Du tust echt alles, um zu gewinnen. Ha. Man muss eben die Leute, die einem schuldig sind, zu kontrollieren wissen. Er hat das gut gemacht. Ein großer Sieg für uns. Ein tiefer Fall für ihn. Nachdem es mit seiner Karriere jetzt vorbei ist, gebe ich ihm vielleicht ein paar Empfehlungsschreiben oder so. Haha, wirklich zu nett, Trainer. Oh.
Vielen Dank für die vielen Infos, Jungs. Wer bist du? Ich bin Kudo. Ich bin Journalist und ich habe euer komplettes Gespräch aufgenommen. Was? Wir haben Beweise, dass du hinter dieser schmutzigen Sache stehst. Wenn das erst einmal veröffentlicht wird, bist du erledigt. Ha, wenn du es lebend hier rausschaffst, was glaubst du, mit wem du es hier zu tun hast? Unterschätzt mich nicht! Man bleibt nicht lange Trainer, wenn man nicht lernt, dieses Spiel zu spielen. Geh zurück, Kudo-san. Aber du hast doch gesagt, Sprache ist dein Ding, oder? Tja, das hier ist mein Ding. Ich bin genau der Richtige dafür. Überlass das mir. Okay, viel Glück. Jungs, ich will, dass diese Idioten und ihre Beweise verschwinden. Von mir aus gehen wir vor die Tür. Ich nehme es mit dem ganzen Team auf. Aber das war dafür extra vor die Tür gehen, ne? Das hat den übelst fertig gemacht. Mann, mehr hast du nicht zu bieten? Arigato. Danke, du hast mir echt den Arsch gerettet. Kein Ding, aber du fängst jetzt lieber mal mit dem Artikel an, oder? So. Ja, zum ersten Mal seit langem kann ich etwas schreiben, was sich auch zu lesen lohnt. Dadurch kann Ansei weiter Baseball spielen. Hier, ein kleines Dankeschön, weil du mir bei unserem Interview geholfen hast. Alter Füller. Grüß Hanayama und Ansei von mir. Oh. Okay. Klasse, jetzt kann Ansei ein Comeback starten. Ich muss es ihm gleich sagen. Okay. が全部ゲロったよ。もうすぐ記事になってあんたへの風評被害も終わる。これで球界復帰できるな。よかったじゃねえか。いや、あれはやはり俺が悪いんだ。プロの選手にも
戻るつもりはない。なんでそこまで意固地になるんだよ。確かに監督に指示されたのは事実だ。だがそれを断れず実行したのは俺自身だ。監督が何を言おうと、俺が実行しなければ事件は起こらなかった。野球ってのは神聖なものだ。俺は野球を裏切った。世間がどう言おうが、俺に野球をやる資格はない。花山という素晴らしい選手を潰してしまった俺なんかにな。おいおい、人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。あ、花山相変わらずの頑固者だな、安西。花山、本当に申し訳ない。安西。Aber ich würde heute wirklich gern mal das nächste Kapitel erreichen. Ich habe so viel Nebenzeug gemacht. Es wird Zeit. Da kann sa. Katte nicht to kako no hito mitai ni yu na yo. Ore wa tsuburete mo ine shi. Omae ni yakyu o ubarete nanka ine zo.確かにまだ痛いけどよ。俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる。俺が治らねえとファンも悲しむし、大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。花山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ。俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。花山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔を上げろよ安西、気にすんなって。また野球やろうぜ。一緒にまた這い上がろう。なんで、なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山、ありがとう。最近涙腺が緩いぜ。まあ。Hanayama hat sich bei Ichiban Holdings Inc. beworben. Du kannst diese Bewerber über das Management-Menü einstellen. Ach so, ich muss erst den Typen auch einstellen. Ach, deswegen bekommen wir sie auch alle. Und die ganzen Nebenmissionen, weil wir jetzt mit Ichiban Holdings...Die hätten wir alle schon vorher bekommen können, ne? Schande über mich. Ich hätte gute Leute gehabt. Dann. Gibt's noch mehr? Na, auf jeden Fall noch nicht. Naja, Ichiban Holdings werde ich bestimmt noch mal machen, wenn ich zum Beispiel 20 Millionen erreichen will.Ja. Warte mal. Chennai Station ist... Ist das nur dieser Teil oder ist das hier auch?Ah, wahrscheinlich gibt es hier mehrere Teile.